Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zur NHL 21, zu der DEL-Season mit den Fishtown Pinguins. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg am letzten Spieltag versuchen wir heute auch wieder einen Sieg zu erringen, um Punkte auf unserer Tabellenführung weiter auszubauen. Wir sind im Moment Erster und das heißt, der Erste spielt gegen den Zweiten. So, Mitch Wall ist früher. Mauermann und Tor. Wer sogar von Mannheimer ins Tor getragen. So wie sich das ausgeschaut hat. Ross Mauermann, 9 Tore in dieser Season. Ja, was war der Mannheimer hinten nicht umgefahren, dann war er vielleicht nicht über die Linie gefallen. So. Zweites Tor von unserer Nummer 74 vom Thomas Sikora. Das war jetzt im ersten Drittel. Schau, sich diese. Auf geht's. Auf geht's. Ah, auch nicht. Mike. Sikora. Anzug auf den Mike. Jetzt, komm schon, komm schon. Was ist denn jetzt? Komm schon, geht es mal weg ein bisschen vom Tor. One minute left in the first period.
Puh, kurzer Herzinfarkt-Moment. Ich mir denke, jetzt hat Mannheim macht nur kurz vor dem Ende vom ersten Drittel nur das Tor. Geht's. Und unser Nummer 11 macht den 3:0-Treffer. Der Curry. Der Curry. 15. Tor in dieser Season. So, das nimmt Moos und macht das Tor gegen Mannheim. Was ist denn los mit den Jungs aus Mannheim? Sechstes Tor in dieser Season für uns und Stars. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Und das schon im zweiten Drittel. Es ist zwei gewesen. Aber gut gemacht. Vom Goalie. Schön, schön, schön. Da sieht man den Topstorger der Mannheimer. So, wenn man gerade denkt, bin ich auch ein bisschen verwirrt gewesen. Warum sieht man ihn? Schwoll, nur mal gerettet. Gut, verliert den Helm. Aber wir haben schon. Mit Schwal ist schon da. Schön angefangen vom Wall. Thank you.
Hey fans, we'd like to draw your attention to the far part of the arena where we're welcoming all of our minor hockey kids here in attendance tonight. Auf geht's ins letzte entscheidende Drittel. Und damit macht Mannheim den 1:4 Treffer. Damit verliert unser Goalie den Shootout. Schade, aber wir sind aber nur 3 Punkte vorne. Dies müssen wir uns da halten. So ist er. Ja, da, Thomas, komm schon. Tommy! Auf Maxi! Oh. Und der Christian macht, glaube ich, das zweite Tor an diesem Abend. Könnte es sein? Na, das erste Tor ist aber das 20. Tor in dieser Season. Komm schon, Maxi. Mhm. Christian 2, Corey 10. Passt ganz gut in der Liste. Oh, gut gemacht, gut gemacht. Fünfunddreißig Kilo zum Sprühen. Aul. Aul. Mike Horden. Auf Wall. Mauermann. Auch nicht. Probiert's gleich nochmal. Vom Tor, aber nutzt nichts. Logisch. Wenn wir schon mal die Chance haben, gegen einen David auf dem Eis zu stehen, im kleinen Faustkampf, dann machen wir es auch.
David Wolf, mein absoluter Lieblingsspieler bei Mannheim. Seit Olympia. Das ist mein Lieblingsspieler, was er da gegen Kanada braucht hat, absolut, absolute Kämpfernatur. Über 50 Sekunden, da kann nicht mehr viel passieren. So, jetzt hat. Damit hätte ich ja nicht mehr gerechnet, dass hier jetzt nur ein Tor fällt. Und somit gewinnt Bremerhaven das Duell, der zweite gegen den ersten mit 5:1 müsste es sein. Ja, 5:1. Und dann schauen wir mal. Zwei Stars haben wir schon mal mit 2 Assists und dann haben wir da nochmal 3 Assists. Das heißt, wir haben im Großen und Ganzen 5 Assists. 2 Stars. Die Tore werden uns nicht umgerechnet, aber wir bleiben dafür Erster. Oder den Stars, so wie die so. Und wieder 3 Punkte mehr auf unserer Liste. Das heißt, die Fishtown Pinguins führen mit 75 Punkten vor den Mannheimer Adlern, vor Wolfsburg, Schwenningen, Köln, Düsseldorf, Ingolstadt, München, Krefeld, Straubing auf der 10, auf der 11 sind die Eisbären, auf der 12 Nürnberg, Iserlohn, Augsburg auf dem letzten Platz. Das heißt, das nächste Mal spielt der Erste gegen einen Letzten. Mal schauen wir mal, wie dieses Duell dann abgeht. Ich hoffe, der Spieltag hat euch gefallen, würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, meine lieben Sportsfreunde, über das eine oder andere Kommentar, natürlich auch, wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Fischtown Pinguins weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird.
Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.